Soldier's Pauldron. Das ist cool. Wir finden endlich mal neue Rüstungsteile. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass wir neue Rüstung finden. Aha. Cool. Das ist echt mal vorteilhaft, dass wir jetzt auch mehr einstecken können. Ja, wunderbar. Gleich zwei Stück. Die können wir echt gut gebrauchen. Das ist ja immer noch ein toller Hardcore-Run. Auch wenn wir gerade nicht so sterben. Das haben wir im vorletzten Part wahrscheinlich schon mit Elara gemacht. Ja. Und jetzt ist hier wieder die Kacke am Dampf. Und, die braucht immer so lang zum Nachladen. Ja, Double Hit. Angriff. Was auch immer wir für einen Buff haben. Angriff. Ach so, da. Meine Güte. Es ist zwar gerade nicht viel Chaos, aber irgendwie habe ich die nicht gesehen. Jetzt sind da noch so kleine Krabbelviechers. So, gut. Und was ist da hinten mit Elara los? Die hat auch Besuch bekommen. Oder? Nö, anscheinend doch nicht. Oder doch? Keine Ahnung, ich gehe einfach mal hier runter. Ja. Befreien wir den Armen. Und finden ein tolles, tolles Schild. Ein nobles Schild. Aha. Gut, wir müssen anscheinend noch mehr finden. Let's see if we can puzzle this one out. Ja, das kriegen wir auch hin. Überall, wo diese Schädel sind. Denke ich. Wo gehe ich denn gerade lang? Ach so, hier ist die Tür. Alles klar. Ich hoffe mal, der Elara geht's noch gut. Ich höre gerade nichts von ihr. Aber ja, sie behält weiter Stellung. Yeah. Perfect time. Genau, perfekt. Jetzt, wo keine Gegner da sind, bringt das super viel. Zumindest keine Gegner im Sichtbereich. So. Was ist hier? Hier ist einfach normales Schwert oder Blade of the Warlock. Oh, das macht schön viel Schaden, dafür, dass das so schnell ist. Sehr schön. So, 40 und 400 Schaden. Gehen wir mal hier lang. Da hinten kommen nämlich noch mehr Leute zum Kloppen. Zum Kloppen. Zum Bam, Bam, Bam. Rage and Fury. Unleash them. Komische Kameraperspektive. Man hat nichts gesehen. So, schön und gut. Wir hätten den irgendwie auch, mit der mittleren Maustaste ging das. Okay. Mit Kadok ist das auch ein bisschen her gewesen. Leider. Wir müssen da lang, ne? Da oben? Da ging es noch hoch. Stell dich mir nicht in den Weg. Frau. Madame. Madame. Elb. Elfen. Whatever. Ist auch sehr interessant, dass Elben und Elfen oft miteinander verwechselt werden. Und wieder ein Dead End. Okay, hätte ich mir eigentlich ja denken können. Das Spiel ist ja strikt linear. Und irgendwie sage ich sowas zu oft. Naja. Naja. Klopfen wir erstmal nochmal kaputt. Und was ist denn hier? Ach so, da geht's dann weiter. Gut. Und hier oben? Da ist nichts. Es tut mir leid, wegen der paar Sekunden, die dann quasi immer flöten gehen. Aber ich will einfach nichts noch mehr verpassen. So. Wie, das hat nicht gereicht. Ja, wo kann ich dich helfen? Ja.
Irgendwie ist das komisch. Die Art von Buffs mag ich auch nicht wirklich leiden. Bei denen man dann erstmal stehen bleiben muss, damit überhaupt irgendetwas Tolles passiert. Zumindest ist das Spiel so logisch, dass auch die Gegner durch Eigenbeschuss sterben können. Oder Schaden nehmen. Auch wenn die trotzdem ziemlich nerven. Und ich gerade einfach mal aufs Mausrad gekommen bin. Und so etwas gemacht habe, was ich eigentlich nicht machen wollte. Boah, wie lange der braucht zum Nachladen. Das ist schlimm. Ja, man muss wieder stehen bleiben. Ja, ist okay. Treffer. Noch ein Treffer. Och nö, nicht schon wieder der Heidi. Ja, ist gut. Gerade kassieren wir wieder etwas viel Schaden. Ist auch Hardcore. Da darf man Schaden kassieren. Das ist halt schwer. Na. Oh, der muss jedes Mal so dumm nachladen. Okay, ich merke, du bist nicht dafür gedacht. Für den Fernkampf. Kriegst du halt den Nahkampf aufs Maul. So. So einfach ist das. So. Na? Ist das? Oh, I don't like this one bit. That giant spider is molting. That must mean it's actually getting bigger. You enjoy saying things I don't want to hear, don't you? More healing. Ja. Und das Spiel ruckelt gerade bei mir zumindest ein bisschen stark. Ich hoffe, das ist hier bei der Aufnahme gerade nicht so der Fall. Das kann man ja leider nie wissen. Yeah. Okay, da ist ein Schalter und da müssen wir irgendwie durch. Das sieht ja auch schon mal sehr lecker aus. Das ist eine Apparatur, sowas wie ein Tor haben die daraus gemacht. Warum das da so rot leuchtet, weiß ich jetzt nicht. Und es ist kein Heiltrank. Sonst würde man da noch irgendwas auf dem Boden sehen. Hm. Okay. Schauen wir mal auf der anderen Seite, wenn wir da hochkommen. Ja. Hier gibt es auch etwas. Zumindest für die Elara dann Pfeile. Und? Ja, ein Kristall. More healing. Ja. Alles wunderbar. Mehr Heilung kann jeder gut gebrauchen. Ja, lass mich einfach vorbei. Vielen Dank. Das ist immer so ein bisschen schlimm, wenn so NPCs einem im Weg stehen. So. Und ich werde jetzt versuchen, so gut es geht, mit Kadok nicht mehr in den Fernkampf zu gehen, sondern halt auch ein bisschen Kloppungs-Action machen. Ne? So. Ziehen wir mal den Hebel. Machen wir das Tor auf. Tut mir leid fürs Gähnen, aber es ist mittlerweile, schauen wir auf die Uhr, 4.23 Uhr. Yeah, es ist gerade, ist jetzt schon der erste? Wo habe ich denn Datum hier, ne? Ja, genau, wir haben jetzt schon den 1. Mai, haha, tanzen wir in den Mai. Geil. Okay, wir haben noch einen Quick Save bekommen. Und sobald wir gleich die Gegner finden, tanzen wir mit ihnen durch den Mai. Tanz in den Mai. Aber davor müssen wir uns nochmal da durchquetschen. Und irgendwann ist die Rüstung so fett und unsere Waffen so dick, dann können wir da nicht mehr durch. Dann sind wir ganz wehrlos auf der anderen Seite. Ja, ist das nicht schön? Wunderbar. Und wir trinken nochmal etwas. Ha, schön. Mein Gott, wie tief geht das denn hier? Hier rein. Ich hab schon... Ich
Ich habe schon fast mit dir gerechnet, dass du da aus der Seite reinkommst. Danke, Ilara. Richtig. Ach, Mensch. So. Das geht auch mit Shift. Gut. Ja, ich muss das erstmal reinbekommen. Weil mit der mittleren Maustaste... Mit der mittleren Maustaste ist das immer so ein Problem, weil da mit... Mit dem Mausrad... wechselt man auch die Waffen. Und hey, der Pfeil sieht ja richtig klasse aus. Ein Eispfeil. So, die Waffe, den Kloppstab. Wie gut ist der? Der ist scheiße. Was ist denn hier? Müssen wir hier überhaupt lang? Oh, Tatsache. Laren, lass mich nochmal durch. Da war doch irgendwas auch mit der Tür gewesen, oder? War die ganz verrammelt? Nee. Katakomben. Okay. Gibt was Neues zu tun. Das erinnert mich an den Anfang des Spiels. Oh nein, wir werden nicht nochmal wechseln. Ich will mich jetzt gerade erstmal an Kerdok gewöhnen. Weil das muss auch sein. Und ich würde gerade gerne mal auch aufhören zu gähnen. Und ich gähne nicht, weil ich das Spiel langweilig finde oder so. Ich finde das ganz gut. Ich finde das schön. That crypt looks familiar. We've seen one of those before. Ja. Ich finde das Spiel nicht langweilig, nein. Ich finde es interessant, in gewisser Weise, wie die Charaktere sich gegenseitig hochputschen, niedermachen, anpöbeln, helfen oder trollen. Ist ganz lustig. Die Kampfmechanik ist eigentlich auch gut bis sehr gut. Auch wenn es mit den Zielen schon ein Krampf ist, wenn man knapp am Ohr des Gegners vorbeischießt. Und ich habe das Gefühl, hier wird gleich... If we can find a way down. Irgendetwas wird hier gleich passieren, wollte ich gerade noch sagen. Können wir hier in dem Teil irgendetwas machen? Anscheinend gerade nicht. Gut, dann schauen wir uns mal das an. Da war doch was mit den Schädeln vorhin. Aber hier passiert nichts. Sieht so aus, als müssten wir die anzünden. Was? Ach so, hier sind wieder Druckplatten. Try standing there. Die habe ich gerade gar nicht gesehen. Aha. So schnell ist ein Rätsel fertiggebracht. Okay. Jetzt können wir hier auch reingehen. Wunderbar. Hier in die Dunkelheit hinein. Rennen, rennen, rennen. Und wie das immer bei Katakomben ist. Irgendwo ist immer etwas. Hey, oben rechts ist so eine blaue Blüte. Müssen wir die finden? Hier lies the second of three brothers, who guard a prize with one another. To win the key within this tomb. Gut, wir sollen dem etwas bringen. Nämlich diese kleine Blüte. Oder was es darstellen soll. Warum wohl? Die werden gut bewacht. So. Der Weg hier oben ist versperrt. Ihr seht hier nichts, ich sehe hier auch nichts, es ist einfach nur dunkel. Einfach nur dunkel. Okay. In diesem Grab ist auf jeden Fall der zweite von drei Brüdern. Nehmen wir erstmal das Geld mit, was wir finden. Weil wir sind gierig. Wo steckt denn eigentlich das ganze Geld hin? Ich meine, das sind jetzt schon 10.000 Münzen, die die gefunden haben, oder hat einen Wert. This place is huge. Ja. Too huge to be so empty. Hm.
Aha, aha, aha. Wir sind nicht allein. And just who strung those bodies up, I wonder. At least they don't seem to have eaten them. Okay. Wir haben hier anscheinend jemanden, der gerne mal ein paar Körper aufhängt. Kreuzigt oder wie man das halt nennen will. Wandgemälde? Huh. Was für ein Glück ich immer mit den Fallen habe. Irgendwie scheint keiner dieser Fallen wirklich zu treffen. Locked. There must be some way to get it open. It looks to be missing something there. Ich möchte mich jetzt schon mal für mein Commentary wieder entschuldigen, weil ich habe das Gefühl, dass ich oft jetzt nichts sage, weil ich immer das Gefühl habe, die könnten mich zu jedem Zeitpunkt unterbrechen. Und ich will die nicht unterbrechen. Ah, ist das ein Problem? Ja, wir haben über 10.000 Goldmünzen kollektiert. Kann man das so sagen im Deutschen? Kollektieren? Ich mag solche komischen Wörter, weil die benutze ich auch. Getting impatient. Das meine ich, dass man mich irgendwie unterbricht. Und meine Stimme wird irgendwie heiser. Und ich weiß nicht warum. Ich trinke zu wenig. Mag sein. Ja, nimm mal das Feuer. Ja, with pleasure, ja. Mal schauen, was du noch alles mit Pleasure machst.